Er ist wunderschön. Ich glaube, ich habe vergessen, dahinter zu schreiben, Ottos Idee. Egal. Ich kann es leider gerade auch nicht sehen. Nee, also für die Leute, die es auf YouTube gucken, Nein. meine Idee gewesen. Sorry. Sorry. Tut mir ja leid. Mensch. Reicht jetzt auch. Intro. Wir sitzen rum bei uns daheim zum Saufen, gibt es Bier und Wein. Ich schenk dir auch noch einen ein, so halten wir das aus. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Am schlimmsten sind die Singles dran, die fassen sich nur selber an. Für bisschen Love und Harmonie gibt's halt Amorelie. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Die Kinder dürfen Netflix sehen, sonst kommen sie nur auf Scheißideen. Die Kleine malt die Wände voll, so ein Edding ist halt toll. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Nur Flezen macht auch keinen Bock, zum Glück gibt's Insta und TikTok. Nur wer über 10 Stunden schaut, killt seine Bindehaut. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Homeschooling geht nicht immer glatt, froh ist wer 1000 Mbit hat. Zum Glück ist meine Cam grad platt, ich mach gern Mathe nackt. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Einkaufen ist grad wie wenn es ne Pause vom Zuhause Stress. Problem ist nur, jetzt hab ich da Shampoo für ein ganzes Jahr. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Bitte mach die Friseure auf, hab too much hair am Körper drauf, wie dieser Star Wars Superstar, ein Pseudo-Chewbacca. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum, bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Die Maske macht das Atmen schwer, doch hilft sie manchen Gesichtern sehr, verdeckt so manchen Zinken schnell, auch meiner ist speziell. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Die Restaurants haben alle zu, dacht Bolo schaff ich selbst im Nu. Jetzt kommt es wieder hoch in Wellen, ich hab wohl Salmonellen. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Ich glaube, ich brauch was Stärkeres, warten wird immer härter jetzt. Mach mit Bier und Wein völlig Schluss, sauf nur noch Spiritus. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Und damit herzlich willkommen zur Folge 11 des legendären, unverwechselbaren Schrott-Talks. Mit dem lieben Schnappi. Und meiner Wenigkeit. Hallo! Einen wunderschönen guten Abend, kann man glaube ich schon sagen, oder? Ich glaube schon. Ja, ich muss einmal kurz meine Cam ein bisschen heller stellen. So, jetzt dürfte es besser sein. Hallo! Ich bin's, wir sind's, wir alle sind's. Wir sind's. Hallo! Ja, es geht wieder los. Nach einer Woche Pause sind wir wieder da. Und halten euch wieder über die neuesten Themen auf dem Laufenden. Ach so, darum gehen sie hier. Ach, scheiße. Ach ja, ja, Entschuldigung. Nee, weil das Ding mehr ist, mein Kopf war so, weil ihr müsst überlegen, wir beide saßen gerade bis kurz vor Anfang dieser Folge hier und haben darüber gerätselt, wie kann diese Folge heißen. Und dann haben wir hat der liebe Schnappi gegoogelt, Bedeutung der Zahl 11. Und dann kam es irgendwie mit Sünde der Überschreitung. Und dann hab ich mir in meinem Kopf gedacht, wie smart wär's jetzt, wenn wir diese Folge einfach über Jugendsünden reden. Das sagst du mir jetzt. Ja. Überraschung. Sagst du mir jetzt, wo ich auch das ganze Ding hier schon stehen hab und so, okay, können wir auch. Nein, das ist mir ja gerade erst eingefallen. Daran sieht man, wir sind mal wieder live. Profis ja, sind am Werk. Und übrigens, ja, danke an Luna has Return für dein Follow kurz vor Folgenbeginn.
Er hat nämlich 2 Minuten vor eigentlichem Folgenbeginn heute ein Follow da gelassen. Kuss geht raus, Alter. Dankeschön. Uiuiuiuiuiui. Ja, da geht natürlich ein Kuss raus und ich fange einfach mal an, oder wie geht's denn dir so? Und was hast du die 2 Wochen über getrieben? Mir geht's sehr gut. Getrieben. Ja. Wenn ich dir nur was Spannendes erzählen könnte, du. Sag mir, was kommt hier? Also das ja. Spannendste, was passiert ist, war tatsächlich das Turnierspiel letzte Woche, Freitag. Hatten wir ein kleines Turnierspiel, beziehungsweise ein Testspiel, wo wir ganz schön gerollt wurden, wie man im Frachtjargon so sagen würde. 3-1 verloren, steht ja alles in den Schnacksi-News. Der Artikel geschrieben vom besten Redakteur, den ich mir nur wünschen könnte für diesen News-Channel. Neben dem Schnappi natürlich. Schleim, Schleim. Pass auf, dass du nicht ausrutschst. Obwohl es sowieso... Obwohl, brauchst du nur nach draußen gehen. Reicht auch schon. Auf meinem Balkon ist es gar nicht so rutschig tatsächlich. Aber heute bei Trinkgut hätte ich mich fast auf die Fresse gelegt. Nee, und das andere Spannende war, gestern Abend habe ich einen schönen Schneespaziergang mit meiner Schwester und ihren Hunden gemacht. Das war schön. Ich glaube, ist gerade übersteuert. Vielleicht muss ich dich etwas leiser machen. Mach ich ein bisschen leiser. Zup. Sollte jetzt eigentlich, du hast mich auch auf, weiß nicht wie viel, über 100. Ja, es geht. Es gibt Leute, die ich tatsächlich lauter habe als dich. Ja, es gibt Leute, die ich bei 200 habe und ich sie immer noch nicht verstehe. Ja, das ist irgendwie. Wo ich mir mal denke, nimm eure Wolldecke aus dem Mund. Nimm den Schwanz aus dem Mund, wenn du mit mir redest! Oder so. Ich brauche mal so einen Piep-Knopf, wo ich dann so Schimpfwörter rauspiepen kann. So piep, 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 piep. Ich glaube auch. Also sonst. Aber wie gut, dass du über 18 bist. Also auf über 18 gestellt bist. Also, dass dein Stream über 18 ist. Ob du über 18 bist, so, das ist eine andere Frage. Du, aber über 18 gestellt, habe ich mir gerade was anderes überlegt. Nein, anderes Thema. Was ist denn bei dir in den 2 Wochen so passiert, Schnabi? Erzähl doch mal. Uni und sonst? Na. Uni. Uni. Uni halt. Spannend. Ja, sagen wir es mal so. Total. Also war Uni. Sonst nichts Besonderes vorgekommen. Nicht, dass ich wüsste. Also. Mau. Ja, was soll man halt aktuell machen? Ich sitze halt viel am PC, am Zocken, Projekte am Bearbeiten, Uni am Bearbeiten. Ja. Man kennt's. Man kennt es tatsächlich. Ich glaube, du musst deine Cam mal einen Tacken weiter runter machen, weil du bist sehr weit unten am Rand deiner Cam. Ah, oh, guck mal. Da sieht man direkt schön mehr von dem schönen Mann hier unter mir. Mensch. Hübsch bist du heute wieder, ne? Ja, total, du. Also ich habe mich total dafür auch fesch gemacht. Ist ja nicht so, dass ich erst so vor einer halben Stunde nach Hause gekommen bin oder so. Ja, also ich habe noch... Also in dem Moment, wo er mir geschrieben hat, dass wir heute zur normalen Zeit anfangen wollen, war ich noch am Hausaufgaben machen. Also sagen wir nur mal so. Wir haben... Jetzt, also wir haben öfters mal so geschrieben, aber nie über den Schrotttalk. Dann habe ich heute Morgen um, was war das, 11:30 oder um 1, keine Ahnung, ihn mal angeschrieben, jo, hast du Bock, heute den Schrotttalk zu machen? Er so, müsste klappen. Ich so, top, mit dem Daumen hoch. Dann schrieb er um 16:45, wann wollen wir denn anfangen? Ja, weil du nichts geschrieben hast und du warst nicht online auf Discord. Also habe ich gedacht, ich frag mal. Ich hab dich nochmal leiser gemacht. Ich brülle voll. Bist heute so aggressiv? Ja, Mann. Nein, und dann habe ich gesagt, ja, lass uns einfach jetzt beginnen, ne? Um zur normalen Zeit. Ja. Aber was soll man so sagen? Wir haben es trotzdem nicht geschafft, um 5 anzufangen. Man kennt es doch von uns. Baba. Man kennt es von uns. Ja. Also... Was erwartet man anders? Und nicht wundern, wenn ich so oft zur Flasche greife. Das liegt daran, dass ich jetzt im Moment versuche, mehr zu trinken. Und da ich es irgendwie. Und wahrscheinlich, weil du mir das jetzt sagen möchtest, was du vorhin zu mir gesagt hast. Daran liegt es auch eventuell.
Erik, muss euch eventuell. Was sagen. Vielleicht kennt einer, der ein oder andere von euch die gute Firma Forsthaler. Forstetal. Heißt das Wasser? Und zwar hatten die bis vor kurzem immer so richtig hässliche Plastikflaschen. Und jetzt haben die so richtig schicke Glasflaschen. Und ich schau das euch an. Die haben so richtig schöne Glasflaschen bekommen jetzt. Und ich schwärme nicht oft für Flaschen. Also ja gut, ich schwärme manchmal für mich. Ich bin auch eine Flasche, aber das ist was anderes. Aber schaut es euch an, Leute, wie schön diese Flasche aussieht. Also es ist wunderschön einfach nur. Ja, der war vorhin lustiger. Also bei dem Punkt, dass du eine Flasche bist, stimme ich dir überein. Frechheit ist das, ja. Ich beleidige in meinem eigenen Streben. Oder wenn wir nach meiner Dingsbenennung gehen, in meinem eigenen Stehrahmen. Ich wollte es gerade sagen. Ja, willst du jetzt über die Jugendsünden oder willst du über... Gibt es bei dir überhaupt Jugendsünden? Du bist doch so ein guter Junge. Hast du schon eine Scheiße gebaut? Müsste ich ein bisschen kramen. Bisschen in den Gedanken kramen. Ja. Aber wir reden jetzt nicht von einer schlechten Frisur oder so, ne? Das ist klar. dann wäre schon alles vorbei bei mir gewesen, aber Ich kann ja mal. Ich muss selber überlegen. Ja, das ist halt, das hättest du mal vor 2 Stunden sagen können. Hätte ich mal was überlegen können. Es gibt halt keine krassen Jugendsünden bei mir. Also, was heißt Jugend? Wir sind ja eigentlich noch die Jugend, sagen wir es mal so. Die Jugend von heute. Also außer du bist 20, du bist alt. Aber ich gehöre noch zur Jugend. Grüße gehen übrigens alle an die im Chat, die gerade über 20 sind. Ja, du musst überlegen, mit 20 hört das Leben auf und mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Hier sehen Sie ein passendes Beispiel, was passiert, wenn Sie sich zu lange mit Hausaufgaben beschäftigen. Zu lange würde ich das jetzt nicht nennen. Zu lange, also eine Minute. Ich glaube, ich kann ja mal ein Beispiel geben, was gerade als Hausaufgabe ist. Wir müssen so eine Navigationsleiste für ein Café erstellen mit dem Hashtag Törtchen4You. Okay. Schon mal interesting genug, finde ich. und da habe ich ungefähr 20 Minuten Pi mal Auge für gebraucht. Dann gerade eben schnell abgegeben, weil das halt für morgen fertig sein muss. Und hiernach muss ich noch eine Werbeanzeige fertig machen für eine Baumschule. Naja. Aber krieg ich schon irgendwie. Das Hauptproblem bei mir ist, dass ich morgens nicht früh genug aufstehe, um pünktlich für den Online-Unterricht zu sein. Also beziehungsweise, wenn ich da mal früh genug aufstehe, sitze ich dann hier 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn und penne dann auf dem Stuhl ein. Und bin dann wieder zu spät für den Online-Unterricht. Das ist echt kacke. Darum stehe ich immer erst 10 Minuten davor auf. Na gut, das ist natürlich Five-Head-Move, ne? I mean. Weil du musst nirgendwo hin. Also du musst nur in das andere Zimmer und dein PC hochfahren, aber. Ja. Beziehungsweise im Moment muss ich nicht mal ins andere Zimmer, weil ich im Moment die Marvel Cinematic Universe in der korrekten Reihenfolge durchgucke. Alter, was stimmt denn gerade mit dieser Musik nicht? Huch. Ein bisschen leiser, mal kurz gemacht. Und deshalb penne ich halt da auf der Couch, weil ich keinen Fernseher am Bett habe. Gut. Also es gibt tatsächlich die Überlegung, mein Bett hier rüber zu holen und das quasi zu einem Einheitszimmer zu machen und dann drüben ein kleines Sportzimmer einzurichten. Kann man auch machen. Und so. Ja. Weil Mutti und ich merken, wie die Gelenke langsam sagen so, du sitzt zu viel. Merke ich bei mir aber auch. Also ich krieg mich aber einfach nicht, also schnappi Idee. Pass auf, was hältst du von folgendem? Wenn der Lockdown vorbei ist, gehen wir zusammen trainieren. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Warum nicht? Brauche ich nicht. Warum? Ist nicht meins. Och Mann, oh. Ich brauche einen neuen Trainingspartner. Also ich kann daneben stehen und sagen, hopp, 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 let's go, das kann ich machen. Du sollst dich bewegen! Du faules Stück Scheiße! Ja. Mir fickt dein Arm, ist mir egal, wenn das 50 Kilo zu schwer ist.
Beweg dich! Ich habe übrigens die wahre Bedeutung vom Astralkörper kennengelernt. Bis jetzt dachte ich immer, Astralkörper bedeutet so dieses Bild eines Mannes, Sixpack, dicker Bizeps, Stiernacken, sogar, aber nur leichter Stiernacken, damit es nicht so aufdringlich ist, ne? Das war für mich immer ein Astralkörper. Gibst du mir recht, irgendwie bringt man das damit in Verbindung, oder? Red weiter, ja. Jetzt habe ich rausgefunden, weil ich Dr. Strange geguckt habe, der Astralkörper ist der Körper, der sich in deinem Körper befindet. Also quasi dein Geist. Den man mit einem lustigen Schlag aus seinem Körper rausschlagen kann oder durch Bewusstseinskontrolle irgendwie, I don't know, irgendwie so halt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Zaubertrick, Taschenspielerei und so. Auf jeden Fall kann man den halt irgendwie vom eigentlichen Körper trennen und dann hast du zwei Körper und dann ist das so. Hä? Und wenn du in der Form deines Astralkörpers bist, bist du erstmal in der sogenannten Spiegel-Uni-Dimension. Wenn du da rauskommst, dann, also während du in der Spiegeldimension bist, ist alles um dich herum Zeitlupe. Und wenn du da rauskommst, dann läufst du wieder normal. Hä? Also, Marvel. What the fuck, Alter? Ich verstehe viel mittlerweile aus diesem Universum. Aber Dr. Strange hat einen Nagel im Kopf, Alter. Wer das geschrieben hat. Was? Ich glaube nicht nur einen. Nein, tatsächlich hatte er eigentlich 24 Nägel in den Händen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, was soll ich noch gerade dazu sagen? Das sind so Sachen, mit denen ich mich halt beschäftige. Worüber soll ich denn sonst nachdenken in dieser Zeit? Ich habe zu viel Zeit. Über Projekte, die man machen kann. Du wirst lachen, Alter. Ich habe tatsächlich über was nachgedacht bezüglich eines Projekts. Und zwar, um genauer zu sein, bezüglich deiner Quizshows. Ja. Und zwar, wenn ich richtig informiert bin, gibt es in der nächstgrößeren Stadt mit K ein Gebäude, wo man sehr günstig Räumlichkeiten bekommen kann. Also wirklich sehr günstig. Okay. Sportbillig fast schon. Und dann da so ein richtiges Studio quasi mit so einem Pult und so einzurichten. Für uns beide dann, oder was? Ja, für die Schrotthogs, für die Quizshows, für sowas halt. Das kann man halt echt überlegen, ne? Ja, da muss man halt nur gucken, ob dann wirklich, also zum Beispiel, wenn ich darüber kurz reden darf, ich weiß ja nicht, ob das für dich in Ordnung ist, weil ist ja ein bisschen auch Werbung dann für mich, wenn ich ja kurz drüber reden darf. Auf gar keinen Fall, Alter. Okay, ja, dann kommen wir zum Folgenden. Nein, also wie gesagt, also ich habe jetzt, beim nächsten Mal ist es sogar so, dass ich, was heißt internationale Gäste, also dass jemand aus Österreich mit antritt. Da freue ich mich sehr drauf. Das kann man ja irgendwie gucken. Also wie gesagt, ich bin da fleißig dabei und ich kann mich nochmal, vielleicht ist ja auch noch jemand dabei. Ich weiß, Leo ist zum Beispiel unter anderem dabei. Mich bedanken einfach mal. Vor allem durch Leo und ich glaube auch vor allem durch Otto habe ich es jetzt tatsächlich geschafft, die 50 Follower zu erreichen. Was für durch mich, also, Alter? Ja, hast du ganz allein geschafft. Ist alles deine Schuld. Also dadurch, dass ich bei euch so mit dabei wart und ihr auch mit rüber geradet und gehostet und so weiter und so fort, da geht einfach mal ein dickes, fettes Danke an Leo Plays und an den lieben Otto raus. Weil ohne euch wäre das wahrscheinlich nicht so geworden, wie es geworden wäre. Sagst du, wenn ich dich damals nicht dazu fast gezwungen hätte, dir einen PC anzuschaffen und dann auf den Träger gebracht hätte? Ja, also wie gesagt, es liegt, glaube ich, vor allem auch an euch, dass ich da jetzt bei den 50 stehen. Also, das hört sich für manche Leute, hört sich das wahrscheinlich sehr wenig an. Für mich ist das aber schon ein großer Schritt. Ich möchte mal so sagen, dass du damit angefangen hast. Da können wir einen Strich auf meiner Strichliste machen. Alles, was danach gekommen ist, ist nicht meine Schuld. Naja, doch. Ein paar Leute sind von dir rübergekommen. Und wodurch erkennen die mich? Durch dich. Ja, aber es werden ja keine 50 Leute oder nicht mal 25 werden von mir zu dir gekommen. Also, you know what I mean, so.
Ja, aber trotzdem ist es ein kleiner großer Anteil gehört dir und auch Leo. Also, von Gehören also, kann ich jetzt mal gerade gar nicht reden. Also doch, theoretisch, also eigentlich schon, doch. Ja, aber meine Follower gehören mir ja nicht. Ja, nein, aber du, ein großer Anteil an dem Erfolg. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Alles gut. Ich verarsche dich doch nur ein bisschen, Mensch. Dass man hier wieder... Ja, ja. Bin schon ein natürlich. Kleines Arschloch manchmal, ne? Ich schweige dazu jetzt wie ein Grab. Zirp. Das war's auch wieder für heute mit der Folge Schrotthawk, weil der Schnappi nicht mehr reden will. Tschüss! Oh, in dem Moment kommt... Oh, Harris91, mein Lieber, Dankeschön für deinen Horst. Und herzlich willkommen. Wie geht's dir, mein Guter? Mein Bestester. Der ist übrigens schuld daran, dass ich angefangen habe zu streamen. Das nur mal nebenbei. Aber ja. Wenn Schnappi sagt, ich sei schuld, dass er angefangen hat, der Harris ist schuld, dass ich angefangen habe. Wenn ihr euch bei wem bedanken wollt, lasst dem Typen einen Follow da. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Jugendzünden. Ist dir mittlerweile was eingefallen? Nein, dir. Nein. Ja. Okay. Also mir fällt dann halt actually... Ja gut, ich weiß nicht, ob man das unter Jugendzünden abtun kann, weil... Nein. Es war halt ein Streich, so, I don't know. Im Moment nicht allzu gut, weswegen ich mich auch jetzt auf Twitch erstmal zurückziehen werde. Ai. Ich hoffe, es wird wieder besser, mein lieber Harris. Im Falle von Krankheit gute Besserung oder was auch immer. Hoffentlich geht bald wieder alles bergauf, mein Guter. Ja. Mein Kabel hängt fest, scheiße. Da. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Streich. Du kennst das ja, ne? Wenn man Vertretungslehrer hat, die man vorher noch nie hatte, ne? Die einen nicht kennen, deshalb mit dem Sitzplan arbeiten. Ja, man kennt's. Und wenn man dann hingeht und eventuell die drei Schlimmsten der Klasse einfach miteinander vertauscht und es dann sich zur Aufgabe macht, dass die Lehrerin denkt, man sei ein gewisser Ruben, obwohl man absolut nicht mexikanisch aussieht. Ups. Und dann eventuell durch Zufall hat einer dieser drei ein Kondom in der Tasche. Und eventuell, nur rein zufällig, könnte es passiert sein, dass durch einen unglücklichen Unfall diese Packung aufgerissen ist. Und die Person, die sah, die vorhin angesprochen für den gewissen Ruben gehalten wurde, dieses Kondom aus Versehen natürlich nur ganz knapp am Kopf der Lehrerin an die Tafel geschossen hat. Alles durch Zufall natürlich. Diese Geschichte ist frei erfunden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, viel Spaß im Stream. Wolltet ihr nur einen Host da lassen und euch was wünschen? Kuss bis demnächst. Harris, du weißt, wenn irgendwas ist, kannst du mir immer schreiben. Kuss geht raus, mein Luber, genau, mein Lieber. Ja, auf jeden Fall, das ist alles an Jugendsünde, die ich nicht, die ich erzählen kann, ohne dass man mir einen Strick draus drehen kann, gesetzlich gesehen. Für alles andere müssen wir noch ein Jahr warten, bis es verjährt ist. Okay, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Jeder hat seine Vergangenheit, Schnappi. Jetzt guck doch nicht so. Es hat was mit der Farbe Grün zu tun. Ich bin irritiert, aber lassen wir das, bevor... Ich hab Schnappi kaputt gemacht. Das war's mit dieser Folge, Schrotter. Was ist mit dieser Musik los? Aber dann hättest du keinen mehr, der für dich die Themen raussucht. Auch wieder mal. Dann würde es jedes Mal nur um dumme Themen gehen. Mhm. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Ich bin raus, Leute. Das war's mit dieser Folge, Schrotter. Ja, ich glaube, wir haben uns einfach zu viel wenig bewegt. Zu viel wenig, ja. Alles klar. Zu viel wenig. Gut. Wollen wir einfach mal
dann die Themen machen, weil mir fällt sonst nichts anderes ein. Ich habe keine Ahnung, was ich... Ich kann ja einfach mal spoilern, was ich so von der aktuellen Weltsituation mitbekommen habe. Und das ist genau eine Sache. Und zwar, dass der Plan mit den Schulen wohl bestehen bleibt. That's it. Das ist alles, was ich weiß. Oh, so wie es jetzt ist, oder was? Also nicht so, wie es jetzt... Also so, wie der Plan im Moment steht, quasi, dass, wenn die Zahlen runtergehen, dass Teil Präsenz, Teil Distanz... Beziehungsweise, nee, Quatsch. Wie war das genau? Ab einem gewissen Punkt gehen alle wieder in den Präsenzunterricht. Wenn dann wieder ein gewisser Punkt überschritten wird, dann hat die Grundschule Wechselunterricht und alle anderen haben Distanz pur. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich habe da auch was von mitbekommen. Ich muss dazu sagen, ich warte einfach ab, was morgen passiert. Morgen? Ja, weil morgen ist die große Besprechung. Ach so. Morgen ist die große Besprechung, wie es weitergeht. Und da wird es ja dann entschieden. Ärgerst du dich eigentlich auch so wie ich, dass du nicht in GameStop-Aktien investiert hast? Ich ärgere mich bei so manches, aber... Hast du das mitbekommen, was mit der Aktie passiert ist? Nee. Die ist im Moment gesperrt. Oh. Und zwar, GameStop sagt dir was, oder? Hast du schon mal gehört? Irgendwo ja, gelesen? Ja, sag mir was. Es ist einer der schlechtesten Betriebe, um ein Spiel zu kaufen dieser Erde. Und der Aktienkurs stand, glaube ich, rund um die 3 Euro, 4 Euro. Und dann sind Spekulanten berechtigterweise davon ausgegangen, dass dieser Kurs weiter fallen wird. Du kannst ja nicht nur Aktien kaufen, sondern auch auf den Kurs, also auf die Kursveränderung wetten, so gesehen. Mhm. Die haben halt auf eine Senkung gewettet. Dann hat sich eine Gruppe von Meme-Lords auf Reddit zusammengetan und haben alle zusammen so viele GameStop-Aktien gekauft, dass diese Aktie innerhalb von wenigen Stunden, ich glaube, es war um 500% nach oben gegangen ist. Jetzt musst du mal überlegen, wie viel Verlust dabei zustande gekommen ist. Also, die waren sich ja ziemlich sicher, dass dieser Kurs fallen wird. Heißt, die werden safe, keine Ahnung, 5.000, 10.000, lass es 50.000 da rein investiert haben. Und das jetzt mal 500 ist das Minus. This is crazy, Digga. Geld's. So, Hörling, bei 10.000 wärst du schon 5 Millionen in den Miesen damit. Das ist so krank. Und deshalb, also im Prinzip ist das nichts Illegales, muss man dazu sagen, weil jeder hat grundsätzlich das Recht, sich Aktien zu kaufen, wann und wo er will. Ja. Ist kein Verbot. Und auch sich in Gruppen zusammenzutun, um das zu tun, ist kein Problem. Das Problem an der Nummer ist jetzt, dass davon ausgegangen werden muss, dass das logischerweise beabsichtigte Marktmanipulation war. Ja. Deshalb ist das alles ein bisschen kompliziert. Aber wärst du einer der Glücklichen gewesen, die quasi kurz vorher für 3, 4 Euro sich, keine Ahnung, 10 Aktien geholt hätten für 40 Euro? Ja gut. 500%? Ab dafür, Digga. Kann man mal machen, ne? Kann man machen. Ja, apropos Storytelling oder generell Story-Geschichte, wie auch immer. Mhm. Du hast mir wieder eine perfekte ich weiß nicht, Otto, irgendwie... Unsere Synergy. Ergänzt, es ergänzt sich irgendwie. Ich würde sagen, ich habe 6 Sachen rausgesucht, beziehungsweise das 6. liegt draußen. Schnee. Ja, bei dir sieht man es sogar ein bisschen im Hintergrund. Ja, bei mir sieht man es ein bisschen. Und das andere, also viele Sachen, 2, wir gehen in der Geschichte ein bisschen zurück. Wir gehen ein bisschen, und auch noch eine, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, eine Sache, die uns beschäftigt hat und die uns auch aktuell beschäftigt. Und eine Sache ist, was Schönes, wo ich noch nicht weiter drauf eingehen möchte. Was heißt was Schönes? Beziehungsweise was Gesellschaftliches, auch etwas Gesellschaftliches ist. Okay. Ich weiß gerade nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Aber gut. Ich fange einfach mal an. Und zwar, wir kennen ja aktuelle Situation. Die ist ein bisschen bescheiden. Und seit dem 27.01. ist es festgelegt, dass man Homeoffice ermöglichen muss. Stimmt, das habe ich sogar mitbekommen.
Weil es gab nämlich zahlreiche Umfragen, dass sich zahlreiche Beschäftigte sich ins Büro gedrängt fühlen, obwohl man das auch von zu Hause bearbeiten kann. Mhm. Und nach Paragraph 2 Absatz 4 der neuen SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung, da steht nämlich drin, der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeit anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Falls doch diese Gründe, was dagegen spricht, ne? Hm? Falls die Gründe, diese muss der Arbeitgeber als Beweis liefern. Es gibt dabei allerdings ein Problem. Okay. Da steht nämlich nur drin, zwingende betriebsbedingte Gründe. Klar definiert ist es nicht. Nein, wir werden den nicht grüßen. Und jetzt ist es halt so, wenn der Arbeitgeber das ablehnen sollte, kann der Berufstätige folgendermaßen vorgehen. Bei erster Ablehnung Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen. Wenn der immer noch sagt, nö, kannst zum Betriebsrat gehen. Und beim dritten dann die Arbeitsschutzbehörde aufsuchen. Also so, dass das dann halt eben nicht eskaliert. So ist es halt am besten. Wenn man dann immer noch sagt, wenn die Arbeitsschutzbehörde sagt, yo, du musst Homeoffice betreiben und der Arbeitgeber sagt, nö, mache ich nicht, kann er nach § 22 Arbeitsschutzgesetz dazu gezwungen werden und falls er es nicht tut, bis zu 30.000 Euro Bußgeld bezahlen. Hm. So viel zum Thema Homeoffice, beziehungsweise weil wir ja von Homeschooling gesprochen haben, haben wir jetzt auch mal das Thema Homeoffice nochmal ausführlich bequatscht. Das kann ja vielleicht auch für euch wichtig sein, wenn ihr gerade bei irgendwo am Arbeiten seid, wo ihr sagt, also eigentlich muss ich nicht ins Büro, aber jeden Tag doch. Wie gesagt, es wurde sich um euch gekümmert. Ich sehe bei der Nummer aber zwei Probleme. Also von beiden Seiten gibt es ein Problem. Von Seite des Arbeitnehmers. Wie du schon sagst, es ist nicht fest definiert, was diese zwingenden Gründe sind. Kann also ein Arbeitgeber hingehen und sagen, ja, das ist gefährlich, weil dann Betriebsgeheimnis, bla bla bla. Beispiel. Mhm. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass die Firma sich das gar nicht leisten kann. Weil du musst ja davon ausgehen, wenn du jemandem anbietest, ins Homeoffice zu gehen, musst du diesem jemandem ja auch ermöglichen, ins Homeoffice zu gehen. Das heißt, er muss irgendwie eine Möglichkeit haben, von zu Hause die Büroarbeit, die er sonst im Büro machen würde, Logic, zu Hause machen kann. Hm. Das bedingt einerseits unter Umständen gutes Internet, andererseits, je nachdem, was der von Beruf ist, einen guten PC. Schwierig, sage ich mal. Also das sind halt die zwei Punkte, wo sich das so ein bisschen kabbeln könnte. Das könnte passieren, ja. Muss man weiter beobachten. Also ich will da gar nicht zu viel hypothetisieren. Ist das ein richtiges deutsches Wort? Ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Du weißt zumindest, was ich meine, hoffe ich zumindest. Ja. Ich weiß noch nicht. Also ich weiß, dass es bei meiner Mom gut funktioniert hat, aber die arbeitet auch in Schule, also keine Ahnung, ob das jetzt Sonderfall ist. Aber tatsächlich hat sich da nicht Land drum gekümmert, sondern Kreis. Eigentlich sollte sich ja Land drum kümmern, aber es hat auf jeden Fall funktioniert, sagen wir es so. Ne? Ja. Ja. Das zu Homeoffice und bei dem nächsten Thema. Auch wenn es vielleicht so sarkastisch klingen mag, es ist nicht sarkastisch gemeint. Bitte versteht es nicht falsch. Ich glaube, da wären die Leute froh gewesen, wenn sie in dem Fall zu Hause gewesen wären. Und zwar geht es darum, dass wir am 27.01. einen Gedenktag gefeiert haben. Und zwar war es nämlich so, dass am 27.01.1945 die Rote Armee mehr als 7.000 Häftlinge im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit hat. Und am 27.01. war die Gedenkfeier
Und da gab es dann mehrere Reden dazu. Und zu den Reden möchte ich einfach mal ein bisschen was, möchte ich euch ein bisschen zitieren davon. Weil ich manche Worte da echt sehr schön fand. Beziehungsweise auch, ich sag mal, einen coolen Anführungszeichen. Ich glaube, du weißt, wie ich es meine. Oder ihr wisst, wie ich das meine, wenn ich sage, dass die Worte cool waren, wie sie ausgesprochen wurden. Mhm. Und zwar möchte ich als erste Charlotte Knoblauch zitieren. Das war eine Überlebende. Sie hat gesagt, dass die heutigen Corona-Maßnahmen, wer die heutigen Corona-Maßnahmen mit dem vergleiche, was die Juden einst in Deutschland ertragen mussten, der verharmlost die antisemitischen Staatsterror. Und sie sagte noch mit einem Appell an die Parlamentarier, dass die auf unser Land aufpassen sollten. Davon ausgenommen hat sie die AfD. Zu der AfD sagte sie nämlich, sie werden weiter für ihr Deutschland kämpfen und wir werden weiter für unser Deutschland kämpfen. Ich sage Ihnen, Sie haben Ihren Kampf vor 76 Jahren verloren. Das sind starke Worte, actually. Das fand ich starke Worte. Und das vor allem im Bundestag. Das heißt, die AfD saß da auch mit drin, nur mal so. Ja, aber so wie ich mir, so wie ich mir das vorstelle, entweder war der lieber, wer ist denn nochmal mit Nachnamen, Gauland, gar nicht erst da, oder er hat Zeitung gelesen. Wahrscheinlich, ja. Die beiden Optionen gibt es für mich da. Da möchte ich noch jemanden zitieren, und zwar die Marina Weißband, das ist eine Publizistin. Und sie sagt halt, dass Antisemitismus mit Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen beginne. Und zwar sagt sie ganz genau, wir können den Anfängen nicht wehren, weil es ein ständiger Prozess ist. Die junge Generation muss den Gedanken weitertragen. Und sie sagt auch, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist für Jüdinnen und Juden in Deutschland, einfach nur ein Mensch zu sein, so wie jeder andere auch. Und dass man halt sich auch aus Sicherheitsgründen einfach verstecken müsste, dass ihr jüdisch Sein verstecken müsste. Also, dass das Religionsfreiheit noch gar nicht so ausgeprägt ist. Und sie sagt auch noch, einfach nur Mensch zu sein, ist Privileg derer, die nichts zu befürchten haben aufgrund ihrer Geburt. Einfach nur Mensch zu sein, bedeutet, dass jüdisches Leben in Deutschland unsichtbar gemacht wird, denn es sei gefährlich, sichtbar zu sein. Auch hier wieder ganz starke, starke Worte. Mhm. Wie gesagt, ich kann es nicht selbst betonen, weil ich nicht in dieser Situation bin, aber ich finde stark, dass das Ausdruck findet, dass es wirklich Leute gibt, die da wirklich drüber erzählen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, das finde ich halt wirklich, wirklich, wirklich wichtig auch, weil wir wissen, es gibt da bald keine Erinnerungen mehr von, also Erinnerungen gibt es da immer dran, aber keine Menschen mehr, die das miterlebt haben. Und darum ist es wichtig, dass sowas auch wirklich gebührend gedenkt wird und immer weiter erzählt wird, damit es nicht passiert nochmal. Ja. Ja, und dann halt, wie gesagt, noch Merkel und Steinmeier, also Bundeskanzler und Bundespräsident, haben gesagt, und da kann man eigentlich nur draus sagen, wirklich, dass sie sagen, die Jugend muss sich dagegen, muss zeigen, wir stehen für das, wir mein Gott, ich habe einen Sprachfehler heute. dass die Jugend einfach nicht dem annimmt, was damals passiert ist, sondern zeigt, wir sind für euch da und das, was passiert ist, ist wichtig, dass das in den Köpfen bleibt und dass sie auch dankbar sind, dass die Lebenden, die Überlebenden selbst davon erzählen, weil so ist das ja und das ist, glaube ich, generell geht vielen so dann nochmal natürlich auch nochmal eine stärker werdende, zeigende Maßnahme, kann man das. Ich hab gesoffen, Alter, glaube ich. Und dass Rassismus und Antisemitismus auf jeden Fall nicht in der Gesellschaft geduldet werden sollte. Ja. Also ich finde einfach, auch daran nochmal zu denken, ist, finde ich, wichtig. Ja, und ich glaube, dass Charlotte Knoblauch und Marina Weißband in den Zitaten, die ich gesagt habe, eigentlich alles gesagt haben. Und ich glaube, da muss man meiner Meinung nach nicht mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ob du da noch was zu sagen willst oder. Nee. Ich glaube, das sagt schon alles. Ja.
Und 1949, wir gehen 16 Jahre weiter. Otto, was war dann für ein Jahr? 1949, 16 Jahre weiter. 1945 und 16 Jahre weiter. Ach, 45. Ja, 45 und 16 war Jahre 61. Weiter. Richtig. Was war denn 1961? Ich habe in Geschichte nicht aufgepasst. Ich weiß, dass 3 Jahre später mein Vati geboren wurde und 4 Jahre später meine Mutti, aber darum wird es wohl kaum gehen. Das ist richtig. Und zwar, ja, wie soll ich es kurz sagen? Am 31.01.1961 sollte ein Schimpanse, der Schimpanse Ham oder Ham, ja, wie der Schinken übrigens, so geschrieben auch, in die Mercury-Kapsel steigen. Und zwar ist das die Kapsel, mit der Alan Shepard 3 Monate später ins All fliegen sollte. Er sollte als lebender Dummy, mit ihm als lebender Dummy sollte gezeigt werden, ob es möglich ist, Menschen ins All zu transportieren und Leben zurückzuholen. Und dass die auch in der Schwerelosigkeit, in der luftleeren Schwerelosigkeit, ja, war da, weil da noch keiner war, dass das da auch möglich sein könnte, sollte, wie auch immer. Und das war bisher noch nicht möglich, weil Juri Gagarin, ich habe keine Ahnung, wie das gesprochen, 6 Wochen noch warten musste. Und es wurde auch schon mit vielen Tieren probiert. Ja, Juri Gagarin ist doch der erste Russe da. Also der erste Mensch, der ins All geflogen ist von Russland dann auch. Genau, der musste noch 6 Wochen warten. Mhm. Und es wurde mit vielen Tieren probiert, die teilweise auch dann verstorben sind dabei. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, oder beziehungsweise auch an den Chat. Was waren denn die ersten Tiere, mit denen das versucht wurde? Hund. Das ist falsch. Maus. Du kommst da nicht drauf. Kakerlake. Nee, es waren Fruchtfliegen. Es wurde tatsächlich mit Fruchtfliegen probiert, ob das klappt. Das waren die ersten Leute. Zurück zu unserem kleinen Ham. Und zwar war es ein kurzer Flug, einmal nach oben in die Schwerelosigkeit und dann wieder zurück, wie so eine Parabel, also hoch und dann wieder runter. Und das Ergebnis von diesem Testflug war, dass es möglich war und die Reaktionszeit oben nur 1 Sekunde langsamer ist als auf der Erde. Mhm. Also schien es möglich zu sein. Jetzt stellt sich wahrscheinlich der liebe Otto und wahrscheinlich auch der Chat die Frage, was ist denn nun mit dem Ham? Hat er überlebt? Ist es passiert? Blabliblub. Er hat überlebt. Er hat sich in Anführungszeichen nur eine angeschlagene Nase geholt und war ein bisschen dehydriert. Also, ich glaube, dehydriert, muss ich das erklären? Nee, ich glaube nicht. Also, okay. Hat er halt zu wenig Wasser im Körper. Ja, oder so einfach. Hallo Loki übrigens. Und, ja, als Belohnung hat der Affe dafür einen Apfel bekommen, den er auch direkt genommen hat und direkt in einem Haps verspeist hat. Das hätte ich auch gemacht an seiner Stelle, ehrlich. Und er hat noch 23 Jahre weiterhin hier auf der Erde gelebt, glücklich und zufrieden. Und nun ist er zurück in den Sternen. Entschuldigung, das kam gerade so über mich. Alles cool. Ein bisschen episch. Ja, ein bisschen episch machen. Genau, das war die Geschichte von unserem kleinen Schimpansen Ham. Sweetie. Dabei ist mir eine andere lustige Geschichte eingefallen. Zum ersten Überschallflugzeug der Welt. Und zwar, ich weiß nicht, ob es vorher ein Tier getestet wurde, auf jeden Fall der erste menschliche Pilot. Es gibt ein Gerücht, ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Wie gesagt, es wurde mir nur so weitergetragen. Angeblich war es so, dass der erste Pilot eines Überschallflugzeugs ein gebrochenes Bein hatte. Aber okay. Er hat es niemandem gesagt und es ist erst kurz vor Start aufgefallen, weil er halt mit Krücke zur Startrampe gekommen ist. Und erst da ist es aufgefallen, aber da war es schon zu spät, alles abzusagen, weil die ganzen Investoren, alle Zuschauer, alle waren halt da, um diesen Start zu sehen und und den ersten Überschallflug zu sehen. Und deshalb ist er dann geflogen und wieder angeblich hat er dann... das Letzte, was man von ihm sah, bevor er ins Flugzeug final eingestiegen ist, war nur seine Krücke mit dem Griff am Griff der Haube, die das runtergezogen hat. Ja, wow.
Und beim ersten Durchbrechen der Schallmauer haben alle gedacht, das Flugzeug sei explodiert, weil es halt so schnell weg, so schnell sich bewegt hat. Und es gab ja halt nur diesen lauten Knall plötzlich. Und alle dachten, der wäre jetzt tot. Flugzeug, tausend Teile zerfetzt, alles kaputt. Ja gut, ich meine, wenn du es nicht kennst, ne, wovon soll es da ausgehen, ne? Also das ist, by the way, ich merke mal eben, man sieht wieder meinen PC im Hintergrund. Dein PC? Was? Was denn? Inwiefern dein PC? Man sieht, was hier auf meinem Bildschirm ist, sieht man da am Fenster. Ach so. Puh, ich brauche gar kein Licht. Man sieht mich ja gut genug. Ein bisschen verpixelt, aber gut, ja. Besser? Nee, immer noch verpixelt. Na gut. Ja, ich habe noch drei Sachen. Mhm. Und zwar hatten wir das Thema, eine Thema, was jetzt kommt schon mal. Und zwar möchte ich einmal zurückblicken auf den 2.6.2019, wo der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf seine Terrasse erschossen wurde. Da hatten wir auch schon mal drüber erzählt. Mhm. Und nun war der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. Und ja, es kam schließlich zu einem Urteil. Okay. Und zwar gab es ja zwei Angeklagte und der erste Angeklagte wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Also heißt das Klapse? Hä? Ist das Klapsmühle oder ist das... Also erstmal lebenslange Haft heißt 15 Jahre, das ist ja klar. 15 nur noch? Hier in Deutschland sind 15 Jahre lebenslang. Das war doch mal auf 25. Soweit ich weiß, sind es 15. Sicherheitsverwahrung bedeutet anschließend, dass du weggesperrt bleibst. Also ich weiß nicht, wo genau das ist. Aber darüber wird halt erst nach der Haftzeit in der zweiten Verhandlung entschieden. Mhm. Hat ja ein bisschen Zeit auch dazu. Ja. Und das Motiv war wohl rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Hintergrund, die auf Walter Lübcke projiziert wurde. Und der zweite Angeklagte wurde zu einer Bewährungsstrafe wegen des Verstoßes des Waffengesetzes verurteilt. Und jetzt könnte man sich fragen, wenn er doch dabei war, muss das doch Beihilfe zum Mord gewesen sein? Die konnte nicht bewiesen werden. Und das lag unter anderem daran, dass der Hauptangeklagte, also der Schütze, drei verschiedene Versionen abgab und somit erhebliche Zweifel an der Schuld des zweiten Täters war, dass der Beihilfe zum Mord begangen hat, aber Verstoß ist das Waffengesetz, weil er wohl die Waffen organisiert hat oder so. Die Anklage will aber trotzdem zu Teile des die Teile des Urteils in Revision gehen, und zwar bei dem Freispruch wegen Beihilfe zum Mord. Mhm. Und zwar sagt da der Oberstaatsanwalt, der Rechtsstaat hat sich wehrhaft gezeigt, weil er mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln einen politischen Mord aufgeklärt und mit Nachdruck verfolgt hat. Es bleiben allerdings aus unserer Sicht noch Taten ungesühnt. Hm. Ja, ich meine, erstmal logisch, finde ich auch gut, dass da halt nachgegangen wird. Auf der anderen Seite, klar, man kann jetzt sagen, was man will, aber vor dem Gesetz ist halt jeder gleich so. Ob er rechtsextrem, linksextrem oder was auch immer ist, Mord ist Mord. Ende vom Lied. Und wenn Beihilfe zum Mord nicht nachgewiesen kann, also bevor da jetzt jemand anfängt zu meckern über Justiz und Justizversagen und bla bla bla, im Zweifel für den Angeklagten. Es ist halt so. Ja. Kann man nichts weiter dazu sagen. Man wird halt sehen, was noch dazu kommt. Ja. Jetzt würde ich sagen, zu dem aktuellen Thema, ich meine, man hat es vorhin bei mir im Hintergrund gesehen. Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt. Genau. Soll ich ein bisschen Schnee reinholen kurz? Ich habe ja Balkontür direkt neben mir, kann ich direkt... Dann hast du nur gleich Wasser bei dir auch, ne? Das weißt du. Ja, ich schmeiß den direkt wieder raus, nur um kurz einen Schneeball zu zeigen. Warte, zeig. Als Beweis, dass es in Deutschland geschneit hat. Das glaubt uns keiner. Nein, dass es bei uns geschneit hat, das glaubt auch keiner. Ach, der hört mich ja nicht mehr. Leute, wir können jetzt das sagen, was wir wollen. Also ich kann das tun. Soll ich euch mal was sagen? Der Otto hört mich ja noch nicht. Also jetzt Schneeball. Seht ihr erstmal den Schneeball da.
Wir werden ihn jetzt gleich verarschen, aufpassen. Und genau das schneller geschmolzen, als ich dachte. Das hat der Otto damals gemacht, das wollte ich euch nur erzählen. Was? Was habe ich damals gemacht? Ich gucke mir das VOD an. Hör mal, ich komme gleich rüber. Was habe ich damals gemacht? Guck dir das an. Erzähl, was habe ich damals gemacht? Guck es dir einfach an. Zur Not kannst du mich ja hauen. Chat, was hat der Schnappi hier für Lügen über mich erzählt? Was erzählt er hier für einen Blödsinn? Frechter. Da ist man kurz mal nicht da, ne, um einen schönen exemplarischen Schneeball reinzuholen. Ja! Du Sau, du. Immer wieder gern, mein Junge, immer wieder gern. Ich merke mir hier 50 Minuten 40, guck ich rein, ne, was du hier erzählt hast. Guck's dir gerne an. Ich möchte deine Reaktion dabei sehen. Wahrscheinlich hast du nur gesagt, so, ja, ich sag jetzt gleich, ja, das hat der Otto damals getan. Ne, das wäre zu langweilig. Ja, genau, es schneit und generell würde man sagen, oh toll, Schnee. Aber nicht, wenn es draußen so kalt ist wie in der Tiefkühlgarage. Weil draußen, ich weiß nicht, wer draußen war, es ist scheiße kalt. Ich war draußen. Also, ich fand es jetzt nicht so kalt. Ist nicht so kalt, nein. Ich fand es actually nicht kalt. Also ich war zum Beispiel gestern draußen und ich hatte Handschuhe an und meine Hände waren trotzdem abgefroren. Ich war gestern ohne Handschuhe draußen. Also gestern Abend. Von so 17 bis 19 Uhr ungefähr. Ich war von 4:45 bis 5:30 und von 6:30 bis 6:45. Ja, weil ich auf dem Weg zur Nachhilfe musste. Mit dem Fahrrad fahren konnte ich nicht. Unsere Straße ist noch, Ja, gut. Ich bin übrigens letztens erst bei euch vorbeigefahren. Echt? Ich weiß gar nicht mehr, warum. Warum hast du nicht geklingelt? Nee, wir waren zum Trinkhut oder so unterwegs. War ich mit meinem Vater. Deshalb. Okay. Wir haben nur einen kleinen Umweg genommen, weil wir noch was machen wollten. Sagen wir es mal so. Ja, und Wettervoraussetzung, und zwar, bevor das bei denen immer so stumpf und steif wird, hört ihr jetzt hier die Wettervorhersage so ein bisschen mal anders. Also ich werde jetzt nicht sagen, wie das Wetter morgen und so weiter wird, sondern man kann sagen, es bleibt die nächsten, bis tief in die nächste Woche oder nächste Woche auch noch relativ kalt. Und zwar, weil es, ich habe das mir angeguckt, es gibt so einen Omega-Kreis. Okay. Es gibt so einen Omega-Kreis, und zwar haben wir auf der einen Seite eine warme Front und auf der einen Seite die kalte Front. Es gibt so ein Omega darum. Und wir sind da in diesem Omega drin und wir bleiben aber trotzdem bei der kalten Luft. Okay. Ich meine, also, wie ich heute gesehen habe, wird der Schnee aber jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall weggehen trotzdem. Ja, wegen der Sonne. Ja, es wird stark schmelzen alles. Leider. Leider, aber wie gesagt, ich glaube auch schön, hier auf dem Balkon zu stehen, in die Gärten zu gucken, den unberührten Schnee zu sehen und so. Ja, auch auf die Felder zu gucken ist echt schön, aber wenn man dann sieht, was auf den Straßen passiert, ist das dann auch wieder. Ja, hier hinten, extrem. Wenn man nicht Richtung, also der Kreisverkehr bei mir im Dorf, ne? Ja. Wenn ich da nach rechts fahre, komme ich ja zu dir. Ja. Irgendwann. Wenn ich jetzt nicht nach rechts, sondern zweite Ausfahrt geradeaus nehme, ich weiß gerade nicht, wie das Dorf heißt, ist aber auch egal, wollen wir ja nichts liegen. Mhm. Und dann kommt ja irgendwann diese Kreuzung. Ja, ja, ich weiß. Da ist das Streufahrzeug stecken geblieben, deshalb kannst du da nicht mehr geradeaus fahren. Da kann man aktuell nicht durchfahren, weil auch da waren vier Autos, die sich quergelegt haben. Ach du Scheiße. Und da ist auch aktuell nur abgesperrt. Ja. Nee, wusste nur, dass da das Streufahrzeug stecken geblieben ist. Ja, also das sind schon Sachen. Ja, aber auf jeden Fall, Leute, der Winter bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Zumindest von den Temperaturen her. Hoffe ich doch. Ich mag Winter. Walk in the winter wonderland. Na na na, na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Walking through a winter wonderland. Okay, ich glaube, wir sollten nicht mehr singen. Ich renne dich an das Video. Deswegen lassen wir es am besten.
Ja, ich habe aber noch eine ganz entscheidende Frage für das nächste Thema für dich, Otto. Nein. Wenn du nicht am PC sitzt, ja. Was für eine gesellschaftliche Sache machst du sonst? Pissen, kacken, duschen, schlafen. An Spielen. Atmen? Also, machst du, Mensch, ärger dich nicht, puzzelst du am liebsten, also so die Sachen. Was hast du da, was machst du da am ehesten von? Nichts. Also, ich actually, das letzte Mal, wo ich tatsächlich ein Gesellschaftsspiel gespielt habe, war an Silvester bei meiner besten Freundin, haben wir Cluedo gespielt und davor bestimmt 3 Jahre lang nicht mehr. Irgendwas in die Richtung. So. Und zwar folgendes. Es geht nämlich um das Puzzle. Das Puzzle? Denn es geht um das Puzzle. Okay. Jetzt wird Otto sich denken und ihr wahrscheinlich auch immer, der Schnappi ist jetzt komplett durchgedreht und er redet jetzt hier was vom Puzzle und puzzelt sich einen vor. Aber nein, es ist folgendes. Und zwar ist das auch so ein kleiner Tipp, falls euch irgendwie mal langweilig werden sollte. Und zwar ist es wirklich so, dass durch den Lockdown sehr, sehr viele Deutsche puzzeln. Nämlich laut Marktforschungsinstitut NPD, es ist, das heißt so, es ist nicht die Partei, sondern es ist wirklich so heil, sagen. Es wird wirklich so abgekürzt, ich hab's nachgegoogelt, ist das Geschäft mit diesen kleinen Teilchen im Jahr 2020 um 60% angewachsen. Hätte man mal bei Ravensburger investiert. Pass auf, Ravensburger ist übrigens genau dem, worauf ich jetzt hinaus wollte, denn der ist einer der größten Profiteure. Mhm. Was ich aber schön finde, ist, dass Ravensburger sagt, dass mit aller Demut sehen wir, dass unsere Branche weniger von der Krise gebeutelt ist und dass sie froh sind, davon nicht betroffen zu sein, sehen aber auch leider mit Schrecken, wie es den anderen Leuten geht, also den anderen Firmen. Mhm. Jetzt verschenken sie das Puzzle. Nein. Oh. Ich möchte einfach nur über das Puzzle haben. Kauf dir eins. Es ist, glaube ich, aktuell relativ günstig. Ich habe gerade gesagt, ein Gratis-Puzzle. Du sagst, kauf dir eins. Du hast den Begriff, die Begrifflichkeit Gratis, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Doch, habe ich. Aber trotzdem, kauf dir eins. Okay. Und zwar ist es so, nämlich, dass der Einzelhandel verliert. Und zwar ist es zum Beispiel so, bei der Kette 1000 Schön macht man nur durch Abholung von Sachen 5% des regulären Umsatzes. Und man hofft sich durch den Puzzle-Boom, man spricht schon vom Puzzle-Boom, dass das sich wieder steigt und dass dann ja der verbliebene Schaden ein bisschen revidiert wird. Und man hat deswegen ein Puzzle-Land, das Puzzle-Land auf 6 Meter erweitert. Hm. Und Ravensburger baut auch seine Produktion aus, denn es gibt sowohl die Tausender-Puzzle, die 3D-Puzzle, aber auch die kleinen für 200 und 300 Puzzle. Teile werden erhöht, damit Leute noch schön weiter puzzeln können. Wie gesagt, Leute, ein Tipp dann also von den Medien, beziehungsweise nicht von Medien, von den Geschäften und dieser Studie von dem Institut. Puzzelt einfach, wenn euch langweilig ist. Oder ähnliches Prinzip, aber ein bisschen, also ich für mich ansprechender, Lego-Ersatzbausteine, nicht Lego. Kauft euch bitte in heutigen Tagen kein Lego mehr. Das ist totaler Irrsinn. Lego-Ersatz. Also zum Beispiel, einfach mal auf bluebricks.de gehen. Da gibt es tonnenweise richtig geilen Scheiß für relativ schmales Geld. Wenn ihr sagt, Puzzeln ist nicht so euer Ding, lieber mit Anleitungen, mit Bauklötzchen, also mit Klemmbausteinen, um es richtig auszudrücken, weil ich möchte ja nicht von der Lego GmbH oder was auch immer das ist oder Co. KG, ist mir auch egal, verklagt werden wie der liebe Held der Steine. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ob du das mitbekommen hast. Der hat nämlich richtig einen auf den Sack bekommen. Held der Steine, sagt ihr was? Weißt du, wer das ist, zufällig? Ist nicht ganz. Ich weiß nicht, ob es nur im Deutschen oder weltweit ist. Auf jeden Fall im deutschen Raum ist es eher der größte YouTuber im Bereich Klemmbaustein. Früher größter YouTuber im Bereich Lego, heute größer YouTuber im Bereich Klemmbaustein. Lego hatte tatsächlich schon mal seine Probleme mit ihm. Und zwar hatte er als Logo einen klassischen Klemmbaustein. So ein 4x4-Block von Lego, kennst du, Standard-Ding. Ja, ja. Ja, ja.
hatte er als Logo mit Held der Steine drauf. Super schön, fand ich super schönes Logo. Dann ist Lego aber hingegangen, hat ihn daraufhin angezeigt, weil er angeblich Markenrecht damit verletzt. Fun Fact, er hätte den Prozess gewinnen können. Weil Lego hat kein Patent auf diesen Klemmbaustein. Weil das nicht geht. Weil es ein reines Zusammensteckprinzip ist. Das ist so, als würde VW sich eine Achsenaufhängung patentieren lassen. Aber so, dass halt eine weitere Achsenaufhängung bei irgendeinem anderen Hersteller nicht mehr möglich wäre einfach. Ähnliches Prinzip. Ihr versteht, was ich meine. So. Der neuere Skandal ist, dem Held der Steine ist ein kleines Upsi-Daisy passiert in neueren Videos, wo er dann halt neben Lego-Produkten auch Lego-Alternativprodukte besser vorgestellt hat. Hat er nämlich gesagt, anstatt zum Beispiel dieses Modell von Kader, einfach um mal eine Marke in den Raum zu stellen, die nicht Lego ist, da hat er dazu gesagt, die Legos. Daraufhin kam die nächste Anzeige mit einer Unterlassungsklage, wo Lego drin ihn dazu aufgefordert hat, innerhalb von 48 Stunden diese Videos, wo dieses Fauxpas passiert ist, offline zu nehmen. Und der Witz an der Nummer ist, der Held der Steine ist ein super cooler Typ, der lässt sich von sowas nicht beirren. Der geht auch nicht in Rechtsstreit damit, der hat die Videos offline genommen, so wie die wollten, und dreht die jetzt neu. Aber, jetzt kommen wir zum großen Aber, warum Lego das nicht hätte tun sollen. Der liebe Held der Steine hat dadurch riesen Aufmerksamkeit bekommen. Das erste, ich glaube, das Video mit der Anzeige hat über 1 Million Klicks mittlerweile. Kann ich einmal kurz gucken, Moment. Ich gucke einmal kurz, wie die Aufrufe um dieses Video gerade stehen. Moment. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich das jetzt so genau sage. Hier. Wo haben wir es? Millionen Aufrufe. Wo er nur diese Anklageschrift quasi mitgebracht hat fürs Video. Und danach gibt es 2 Videos. Einmal der schlechteste Ferrari der Welt und einmal Kader Master vernichtet Lego-Technik. Zwar werden da 2 Produkte verglichen, einmal von Kader, einmal von Lego, also beziehungsweise Lego-Technik. Ich kann es euch auch einmal hier rüberholen und versuchen, ein bisschen reinzuzoomen eventuell. Moment. Da. Du sagst, mach doch mich kurz weg, dann könntest du... Nee, man sieht es, glaube ich, relativ gut sogar. So, hier, die beiden Videos, die jetzt hier in der Mitte stehen. Ne, warte. Hier, die beiden sind's. Da sehen wir die 2 Ferraris. Links Kader, rechts Lego. Und ich kann es euch nur empfehlen, euch. Die sind relativ lang. Insgesamt ist das fast 1 Stunde Videomaterial. Aber ich kann euch nur empfehlen, euch das mal anzugucken. Das ist der Wahnsinn. Ich habe noch nie erlebt, wie jemand so passiv-aggressiv sein kann. Das ist der pure geile Scheiß. Weil der zerreißt auf sachlicher Ebene Lego einfach so in der Luft. Also das ist so... Moment, ich muss einen Zettel finden, den ich zerreißen kann. So wenn das hier... Moment, wir machen es anschaulich. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Der liebe Otto ist gleich wieder für Sie da. Hier, wir haben Lego. Meine Hände stellen Held der Steine dar. That just happened to Lego, Alter. Also, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich damit hinaus wollte. Aber auf jeden Fall, das ist in letzter Zeit hier passiert. Genau, wegen Puzzle, Lego. Ich wollte erklären, warum ihr kein Lego kaufen sollt. Überteuert, Mist, verstehen ihr eigenes Konzept nicht mehr. Also, ihr bezahlt im Endeffekt für... Also, die beiden Ferraris hier als Beispiel mal, kosten beide ziemlich genau dasselbe. Eins davon hat, glaube ich, knapp 3000 Teile und eins davon hat knapp 1000 noch was Teile. Beides kostet 180 Euro. Dreimal dürft ihr raten,
Welches davon die 1000 noch was Teile hat anstatt 3000? Und welches von beidem unten im Unterboden des Ferraris ein großes Loch hat, um Teile zu sparen? Wenn ihr Spaß haben wollt am Bauen, kauft euch kein Lego, kein neues Lego. Tut es euch und eurem Geldbeutel nicht an. Es sei denn natürlich, ihr müsst unbedingt den neuen Sternzerstörer haben, weil Disney hat halt mit Lego gemacht, ne? Aber naja. Das dazu. Spart euer Geld und holt euch lieber was von Kader. Oder puzzelt. Oder das, genau. Bluebricks.com ist eine super Anlaufstelle dafür. Und generell, wenn ihr wissen wollt, was gerade gut, was gerade nicht so gut ist, hier einfach bei dem lieben Held der Steine vorbeischauen, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Unterhaltet mich immer, unterhält mich immer sehr gut beim Hausaufgaben machen. So. Ich hinterfrage jetzt nicht, dass das, aber gut. Was denn? Ja. Hausaufgaben machen. Ja, mit Video. Beim Vermeiden, Hausaufgaben zu machen. Ich wollte schon sagen, da war doch irgendwas. Erwischt, ja. Ha, gewonnen. Und er holt seine Flasche wieder raus. ja, ich bin fertig mit Themen. Ich tatsächlich auch. Ja, Leute. Dann. Es ist soweit. Wir haben auserzählt. Allerdings müssen wir euch noch eine weitere Mitteilung machen. Was denn? Der Schrott-Talk. Nein, geht nächste Woche einfach nur weiter. Das wollte ich euch einfach nur damit sagen. Genau. Ja, nein. Also, Stand jetzt geht der Schrott-Talk wie geplant nächste Woche weiter mit Ausgabe 12. Jawohl. Ich fand das schön, gerade mal den Schock in Ottos Gesicht zu sehen. Ja. Ich bedanke mich wieder für eure große, große Aufmerksamkeit, dass ihr uns wieder zugehört habt bei den ganzen Klatsch und Tratsch und Quatsch, den wir hier machen. ja, wie gesagt, also, wie gesagt, ich kann auch noch meine Anfangsworte nochmal wiederholen. Zu dem, was wir auch sagten mit dem Quiz bei mir, Leo und Otto kriegen da ein ganz, ganz dickes, fettes Herz und dicke Liebe raus, die mir geholfen haben und ja, einfach mal Danke sagen. Es ist, glaube ich, zu wenig, aber dass es trotzdem rauskommt, das machen schon sehr wenige. Ich hoffe, es kommt drüber und wir sehen uns nächste Woche bei der nächsten Folge vom Schrott-Talk mit Folge Nummer 12. Auf die 12. Du hast mein Wortwitz geklaut, du Sau. Mann, ich hab mir gerade so eine schöne Verabschiedung zurechtgelegt. Du kannst es ja immer noch machen. Und damit gebe ich jetzt an Otto, der jetzt euch mit seiner kreativen und lustigen, vielleicht auch nicht lustigen, wer weiß das schon, das ist halt Otto, Verabschiedung verabschieden wird. Oha, sagt er, ich wäre nicht lustig? Ich glaube, Takt. Ja, Moment, wir... Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, erstmal danke, lieber Schnappi, dass du wieder so schöne Themen für uns heute vorbereitet hast. Beziehungsweise, was heißt schön? Aber, weißt du, was ich meine? Themen für uns vorbereitet hast, im Allgemeinen. Mir bleibt nur noch zu sagen, beim nächsten Mal gibt's ordentlich auf die 12, meine lieben Freunde. Und bis dahin gönnt euch Kaffee, Kekse, Kuchen und oder Tee, damit wir euch beim nächsten Mal gesund und munter wiedersehen. Bleibt gesund, meine Lieben, passt auf euch auf. Versucht, möglichst viel Kontakt zu meiden. Ich weiß, es ist immer wieder hart, das zu hören. Aber es geht leider im Moment nicht anders. Wenn ihr eure Omi sieht, freut euch drüber, sie zu sehen. Versucht sie nicht zwingend direkt in den Arm zu nehmen, meine Lieben, wenn sie nicht schon geimpft ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restabend. Und von meiner Seite, tschüss und bis bald. Wir sitzen rum bei uns daheim, zum Saufen gibt es Bier und Wein. Ich schenk dir auch noch einen ein, so halten wir das aus. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Am schlimmsten sind die Singles dran, die fassen sich nur selber an. Für ein bisschen Love und Harmonie gibt's halt Amorelie.
Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Die Kinder dürfen Netflix sehen, sonst kommen sie nur auf Scheißideen. Die Kleine malt die Wände voll, so ein Edding ist halt toll. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Nur Flitzen macht auch keinen Bock, zum Glück gibt's Insta und TikTok. Nur wer über 10 Stunden schaut, killt seine Bindehaut. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Homeschooling geht nicht immer glatt, froh ist wer 1000 Mbit hat. Zum Glück ist meine Cam grad platt, ich mach gern Mathe nackt. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Einkaufen ist grad wie Wellness, ne Pause vom Zuhause-Stress. Problem ist nur, jetzt hab ich da Shampoo für ein ganzes Jahr. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Bitte mach die Friseure auf, hab too much hair am Körper drauf, wie dieser Star Wars Superstar, ein Pseudo-Chewbacca. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Die Maske macht das Atmen schwer, doch hilft sie manchen Gesichtern sehr, verdeckt so manchen Zinken schnell, auch meiner ist speziell. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Die Restaurants haben alle zu, dacht Bolo schaff ich selbst im Nu. Jetzt kommt es wieder hoch in Wellen, ich hab wohl Salmonellen. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Ich glaube, ich brauch was Stärkeres, warten wird immer härter jetzt. Mach mit Bier und Wein völlig Schluss, sauf nur noch Spiritus. Bald ist der Lockdown rum, wir drehen uns hier im Kreis herum. Bald wird es besser sein, Corona ist ein Schwein. Und tschüss.